Ich glaube nicht an die Zukunft des Fernsehens, auf jeden Fall nicht in der jetzigen Struktur. Und wenn man immer verweist, wie auch Uwe Möller-Fock das getan hat, auf Arte, Phoenix, Dreisat, sicherlich sehr gute Sender. Wenn ich überhaupt Fernsehen einschalte, dann meistens das, also neben D-Max. Das ist ein bisschen so, als ob man die Regierung am Landwirtschaftsministerium misst oder an einem sonstigen, sozusagen subalternen, bedeutungslosen Ministerium. Das kann es ja wohl nicht sein. Ja, wir geben 7,5 Milliarden pro Jahr aus für die Sender und das heißt hauptsächlich für die beiden großen Sender, nämlich ARD und ZDF. Und da muss ein bisschen mehr herauskommen dabei, als eben, dass man auf Arte, Phoenix oder Dreisat verweist, die insgesamt, glaube ich, so ein Zuschaueraufkommen von 0,5% haben oder so. Das kann es nicht sein. Wir finanzieren nicht den teuersten Rundfunk der Welt für ein Spartenprogramm. Aber das ist, glaube ich, die gängige Haltung der Deutschen. Egal zu welchem Thema es geht, wir werden es mit Reformen versuchen. Also abschaffen gibt es in Deutschland nicht mehr. Die Liebe der Deutschen gilt immer noch der Reform. Das sehen Sie in jedem Fall. Ja? Also ganz vielen Beispielen, wenn es um die EU geht, ja, um Landesbanken, um kriminelle Finanzinstrumente oder eben auch um ARD und ZDF, ja, immer hofft man, dass nur ein paar Weichen gestellt werden müssen. Noch an ein paar Schrauben gedreht werden muss, ja, und dann ist alles gut. Ja, bei den Derivaten hat man gesagt, naja, wir machen irgendeinen Bankenfonds. Bei der EU sagt man ja, Direktwahl des Kommissionspräsidenten, die hat man dann eingeführt. Und bei den Landesbanken ein paar neue Kontrollgremien und alles ist gut. Ja. Der Deutsche glaubt zwar kaum noch an den Herrgott und auch nicht mehr an die Stabilität des Geldes, aber er glaubt unverdrossen an die Reform. Und immer gilt, ja, hinter der nächsten Reform liegt dann endlich wirklich definitiv das Paradies. Und dann werden wir auch endlich ein vernünftiges öffentlich-rechtliches Fernsehen haben. Ja. Nichts wird da liegen, außer neuem Unheil. Ja. Zumal es ja eben, und das haben wir ja schon gesehen, gar nicht zu Reformen kommt. Ja. Schauen wir nur auf den NDR, der ja unter seinem, wie ich finde, hochüberschätzten verstorbenen Intendanten Udo Reiter von Skandalen geradezu zerrissen wurde. Ja. Bestechlichkeiten, Veruntreuungen im Sportbereich, ja, Kickbacks und so weiter. Und natürlich die unendlichen Skandale um Kika, die dann so geendet sind, dass der Verantwortliche heute in hoher Funktion beim NDR ist. Ja, dieser Sender, der nun wirklich allen Grund hätte, mal irgendwas auf die Reihe zu bekommen, ja, hat gerade wieder versagt. Ja. Vor 1,5 Jahren gab es das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Besetzung der Rundfunkräte. Ja. Und nun, was kam heraus? Ja. Der MDR musste einräumen, ja, oder musste nicht einräumen, sondern sagte, Sie haben leider nichts geändert. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei zu kurzfristig gekommen. In 1,5 Jahren kriegt es die Intendantin Carola Wille nicht hin. Sie will es nämlich gar nicht hinkriegen, ja, hier mal einen verfassungsgemäßen Rundfunkrat auf die Beine zu stellen. Das heißt, man sieht daran, der Wille der Politik, aber eben auch der Senderverantwortlichen selber, sich an die Verfassung zu halten, ist außerordentlich gering. Und wir wollen hier wirklich über Reformen reden. Ich glaube nicht dran, ja. Zudem geht dieser Reformanspruch oder der Reformwillen immer davon aus, dass wir es ja grundsätzlich mit einer guten, mit einer vernünftigen Sache zu tun haben. Ja? Was ist denn die gute Idee am öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Dafür kann man eigentlich ein Wort finden, das ist die Unabhängigkeit, nämlich die wirtschaftliche, aber auch vor allem die politische Unabhängigkeit. Also Wirtschaftsferne und Staatsferne. Ist das aber tatsächlich der Fall? Nehmen wir zuerst die Wirtschaftsferne, also die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Ja? Das ist im Kern vermutlich ein richtiger Gedanke. Wir wollen kein Volkswagen-TV und auch kein Google-TV. Wer aber die deutsche Zeitungslandschaft anschaut, muss ja sehen, ja, dass dort guter, oftmals sogar besserer Journalismus gemacht wird als im Fernsehen. Und das, obwohl sich die großen Zeitungen am Markt orientieren müssen. Ja? Was die Zeitungen vor zu großer Nähe zu den Unternehmen schützt, ist das wichtigste Pfund, was sie haben, nämlich Glaubwürdigkeit. Das diszipliniert. Insofern ist das immer wieder gemalte Schreckensbild von der Einflussnahme der Wirtschaft auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ja, das die Gebührenfinanzierung des öffentlich-rechtlichen begründet, nicht mehr als ein Popanz. Ja. In der Zeitungslandschaft und in der Zeitschriftenlandschaft sieht man ja auch, sozusagen, es ist da keine Zeitschrift wirtschaftsnah, ja, weil dann haben sie nicht gekauft. Ja, über die Fehlentwicklungen, zu denen diese Gebührenfinanzierung führt, ja, haben sowohl Herr Leminski als auch
Herr Müller-Fockeret. Ich habe noch mal einen weiteren Einwand. Also, dass die ja auch große Wirtschaftsunternehmen sind, ARD und ZDF, und damit eben auch erhebliche Konkurrenz machen. Ja, sie können anders als Zeitungen und Zeitschriften immer neue Journalisten wegkaufen. Und vor allem eben auch im Online-Bereich, ja, können sie die guten Leute sich sichern, auch mit überhöhten Pensionszusagen, und damit den Wettbewerb doch erheblich beeinflussen. Es gibt aber noch einen, sagen wir, einen ideologischen Grund, warum ich der Macht der Öffentlich-Rechtlichen sehr skeptisch gegenüber bin. Hierzu nämlich ein Beispiel aus der McCarthy-Ära. Ja? Als in diesen Zeiten viele Drehbuchautoren, die unter dem Verdacht standen oder es teilweise auch tatsächlich waren, eben Kommunisten zu sein, als diese auf den schwarzen Listen standen, ja, also mit einem Berufsverbot belegt waren, sorgte die Konkurrenz zwischen den großen Studios dafür, dass sie doch beschäftigt wurden. Ja? Denn Kommunist hin, Kommunist her, ja, wenn es um Profite ging, ja, war den Studios letztlich die Qualität der Arbeit der einzelnen Leute doch wichtiger als ihre politische Anschauung. Ja? Das heißt, der ach so furchtbare Markt, der kapitalistische Wettbewerb, schützte die Freiheitsrechte des Einzelnen. Das ist heute beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen völlig ausgeschlossen. Ein Autor wie Akif Pirinci, man mag zu seiner Sprache stehen, wie man will, ich stehe dazu sehr distanziert, ja, würde niemals einen Auftrag bei ARD oder ZDF bekommen und auch nicht bei einer ihrer Subfirmen. Ich übrigens auch nicht. Ja. Erst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seinem übergroßen Einfluss, vor allem auf die Produktionsfirmen auch, sind faktische Berufsverbote für Filmschaffende bundesweit durchsetzbar. Will man das wirklich haben? Ja, zu den Disbalancen, ich hatte also diese Gebührenmilliarden führen im Vergleich zu privaten Anbietern, hat schon Herr Müller-Fock was gesagt, auch Herr Limski, deshalb überspringe ich das und komme direkt zu der anderen Frage, nämlich zur Staatsferne. Ja, ja, ich mache mal einen neuen Vorschlag für eine Reform. Ja. Brauchen wir wirklich Staatsferne? Ja? Wäre das öffentlich-rechtliche Fernsehen wirklich schlechter, wenn es staatsnah wäre? Ich bin mir da nicht sicher. Ja. Ausprobiert wurde Staatsfunk bisher immer nur in totalitären oder autokratischen Ländern. In einer föderativen Demokratie mit einer starken, unabhängigen Presse meines Wissens noch nie. Ein Versuch wäre es wert. Nehmen wir also an, die Landesrundfunkanstalten würden von Steuermitteln bezahlt und stünden in unmittelbarer Verantwortung der Politik, beispielsweise des jeweiligen Kultusministers. Dann hätte man zumindest einen politisch klar Verantwortlichen. Würde der jedoch Milliarden für Fußball- oder Sportrechte, letztlich also für die Gehälter von Fußballprofis und für Lichtgestalten wie Herrn Blatter, Herrn Platini oder den IOC-Chef Thomas Bach ausgeben, dürften die Wähler bald murren. Ebenso wäre die massive Förderung dopingverseuchter Sportarten, wie von ARD und ZDF jahrelang betrieben, für einen Politiker außerordentlich heikel. Sollte er seinen Wählern wirklich erklären wollen, dass er mit Steuergeldern den Betrug im Sport fördert? Und auch die Gefahr einer allzu offensichtlichen politischen Parteinahme halte ich ehrlich gesagt für gering. Denn auch diesen Missbrauch von Steuergeldern würden die Zeitungen und auch konkurrierende Sender aufgreifen, die Zuschauer an der Urne abstrafen. Wie auch eben die ständigen Wiederholungen, auch das ist schon gefallen, von Tatort oder Polizeiruf oder das Millionengehalt von Herrn Jauch. Wäre das alles so schlecht? Keineswegs. Zudem entspräche die Koppelung an politische Verantwortung auch dem Steuercharakter, den die sogenannte Haushaltsabgabe heute hat. Momentan ist die Haushaltsabgabe klassische Taxation without Representation, nämlich Zwangsbelastung ohne Möglichkeit der politischen Einflussnahme. Auch das ist in einem demokratischen Staat außerordentlich fragwürdig. Vor allem aber, und das ist jetzt meine These, über die wir vielleicht nachher noch reden können, ja, würde eine Staatsquote, das ist zumindest eben meine Annahme, zu einer höheren Qualität des Fernsehens führen. Wären die Kultusminister verantwortlich, müssten sie sich fragen, wie sie mit dem Fund wuchern, wie sich das Programm ihrer Landesanstalt positiv von anderen Sendeangeboten unterscheidet. Sie müssten also über die Kernaufgabe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nachdenken. Die liegt bekanntlich in der Grundversorgung. Was das ist, machte der ehemalige ZDF-Journalist Wolfgang Herles in seinem Buch Die Gefallsüchtigen deutlich. Grundversorgung ist im Wesentlichen Bildung, nämlich politische Bildung, wissenschaftliche Bildung, kulturelle Bildung, sonst nichts.
Wie aber ist es um diesen Bildungsauftrag bestellt? Eine Antwort fanden Sie letztes Wochenende, ja, in allen Zeitungen fanden sich große Berichte zum 400. Todestag von William Shakespeare. ZDF und ARD hatten dagegen hierzu nicht eine einzige Sendung, nicht ein Theaterstück. Ja, auf Arte lief was, aber Arte lasse ich jetzt raus. Ja? Ich gucke nur auf ZDF und ARD. Nicht ein einziges Theaterstück. Dass sie seit Jahren nicht auf die Idee kommen, die Dramen Shakespeares oder die Stücke von Kleist, Molière, Goethe oder Beckett mit erfolgreichen deutschen Schauspielern zu verfilmen, sagt viel. Dabei wäre Richard III. Für Til Schweiger vielleicht eine kongeniale Rolle. Außerdem würde man natürlich so endlich mal junge Leute wieder an diese Theaterstücke ranführen. Ja, das muss man so sehen. Auch Herrn Ulm könnte man sich als Falstaff vorstellen, Nora von Waldstätten als Lady Macbeth. In England waren die Produktionen von Sir Kenneth Branagh gewaltige Publikumserfolge. Nichts davon, nichts erleben wir hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Auch nicht zur Oper, auch nicht zur deutschen Lyrik, nichts zum weltberühmten, also außerhalb von Deutschland, weltberühmten deutschen Lied und abgesehen von Titelthesen, Temperamenten, nichts zur bildenden Kunst. Zur Literatur gibt es eine Sendung kurz vor Mitternacht mit Dennis Scheck, ja, die sich jedoch nur mit Neuerscheinungen befasst. Als wäre das alles, was es zur Literatur zu sagen gäbe. So lässt sich ohne Übertreibung feststellen, wenn es einen wirklich kulturfreien Raum in diesem Lande gibt, dann den von ARD und ZDF. Es ist leider so, ja. Dass der 400. Todestag von Cervantes zwar auch in vielen Zeitungen gewürdigt wurde, aber natürlich auch nicht im ZDF und ARD, versteht sie von selbst. Und natürlich starb auch Imre Kertész ungewürdigt vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, abgesehen von 1,5 Minuten Beiträgen in Tagesthemen und Tagesschau. Ja. Obwohl sein Roman eines Schicksalslosen mehr über den Holocaust und unsere Zeit sagt, als vielleicht die 14. Wiederholung von Schindlers Liste. Kommen wir zur politischen Bildung. Auch da versagen in meinen Augen ARD und ZDF. Eine extrem informative Sendung wie Hard Talk von der BBC gibt es nicht im deutschen Fernsehen, auch nicht das vergleichbare Format in CNN mit Robert Quest. Zur allgemeinen staatspolitischen Bildung tragen die vielen Polit-Talks nichts bei. Hat man irgendwann schon einmal eine Sendung über die zivischen Grundlagen unseres Gemeinwesens gesehen, wie sich eigentlich über die Antike, über England, über Frankreich, über alle großen Staatsdenker, über Italien und so, unser Gemeinwesen und die Grundlagen unseres Gemeinwesens entwickelt haben. Ich habe noch nicht mal den Ansatz gesehen, so etwas mal fürs Fernsehen zu erfassen. Ja? Zu den geistigen und vor allem staatsphilosophischen Grundlagen der Bundesrepublik erfährt man aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen nichts. Niemand ist bei ARD und ZDF so tot und vergessen wie die Mütter und Väter des Grundgesetzes oder der Weimarer Verfassung. Eine US-Serie wie House of Cards erklärt, wenn auch aus der Sicht eines zynischen Verbrechers, besser die Mechanismen und Zwänge der Politik als jede deutsche Talkshow. Hier dagegen versteht man unter staatspolitischer Bildung den Bergdoktor. Schließlich zur wissenschaftlichen Bildung. Auch dieser Bereich ist, von einigen Ausnahmen der Berichterstattung über fremde Länder abgesehen, auch hier wieder natürlich Arte und Dreisat, ja, schlicht trostlos. Während die BBC immer wieder hochgelobte Tierdokus produziert, belücken ARD und ZDF jeden Tag mit putzigen Geschichten aus dem Zoo. Ob das Löwenbaby das neue Spielzeug annimmt oder das Affenkind Magenschmerzen hat. Das ist das Niveau der deutschen Tierfilme. CIMAC war wissenschaftlich Lichtjahre voraus. Wer sich für wissenschaftliche Themen interessiert, schaltet das ProSieben-Format Galileo ein oder die englischen und amerikanischen Dokus auf N24. Einiges auch zur Kunst findet man ferner bei Arte oder Dreisat, bei den deutschen Hauptsendern findet man nichts. Kurzum, in jedem der drei Kerngebiete des Bildungsauftrags versagen die öffentlichen rechtlichen Sender. Und zwar, das ist meine Vermutung, gerade wegen ihrer Staatsferne. Denn anders als Intendanten hätten Kultusminister ein großes Eigeninteresse, ihr kulturelles Profil zu schärfen. Es würde also ein positiver Wettbewerb um das beste Landesprogramm entstehen. Dass die Kultusminister zudem, hätten sie in der Programmgestaltung ein eigenes Spielfeld, endlich die Hände von der Bildungspolitik lassen könnten, wäre ebenfalls ein Grund für größere Staatsnähe zu plädieren. Ja. All dies sind ausreichende Gründe, die öffentlich-rechtlichen Sender in der heutigen Form zu beerdigen.
So wie das öffentlich-rechtliche System ist, könnte es abgeschafft werden, meinte auch Wolfgang Herles. Reformieren lässt es sich meiner Meinung nach nicht, ja, das zeigen alle Erfahrungen der letzten Jahre. Deshalb ist die Staatsnähe die einzige politische Option. Man wird die Sender nicht reformieren können, wenn man versucht, sozusagen eine gemeinsame Meinung der Intendanten und der Politik zu schaffen. Man wird sie nur reformieren können, wenn man der Politik verspricht, ihr bekommt mehr Einfluss, ja, und könnt die Intendanten besser gängeln. Ja, dann werden sie vielleicht bereit sein, dieses Thema anzugehen. Daher hilft meiner Meinung nach nur eben die Abschaffung oder die Neugründung als Staatsfunk. Ja. Schlechter als bisher kann es ohnehin nicht werden. Vielen Dank. Im NDR ist. Dieser Sender, der nun wirklich allen Grund hätte, mal irgendwas auf die Reihe zu bekommen, ja, hat gerade wieder versagt. Ja. Vor anderthalb Jahren gab es das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Besetzung der Rundfunkräte. Ja. Und nun, was kam heraus? Ja? Der MDR musste einräumen, ja, oder musste nicht einräumen, sondern sagte, sie haben leider nichts geändert, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei zu kurzfristig gekommen. In anderthalb Jahren kriegt es die Intendantin Carola Wille nicht hin, sie will es nämlich gar nicht hinkriegen, ja, hier mal einen verfassungsgemäßen Rundfunkrat auf die Beine zu stellen. Das heißt, man sieht daran, der Wille der Politik, aber eben auch der Senderverantwortlichen selber, sich an die Verfassung zu halten, ist außerordentlich gering. Und wir wollen hier wirklich über Reformen reden. Ich glaube nicht dran. Ja? Zudem geht der Reformanspruch oder der Reformwillen immer davon aus, dass wir es ja grundsätzlich mit einer guten, mit einer vernünftigen Sache zu tun haben. Ja? Was ist denn die gute Idee am öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Dafür kann man eigentlich ein Wort finden, das ist die Unabhängigkeit, nämlich die wirtschaftliche, aber auch vor allem die politische Unabhängigkeit. Also Wirtschaftsferne und Staatsferne. Ist das aber tatsächlich der Fall? Nehmen wir zuerst die Wirtschaftsferne, also die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Ja? Das ist im Kern vermutlich ein richtiger Gedanke. Wir wollen kein Volkswagen-TV und auch kein Google-TV. Wer aber die deutsche Zeitungslandschaft anschaut, muss ja sehen, ja, dass dort guter, oftmals sogar besserer Journalismus gemacht wird als im Fernsehen. Und das, obwohl sich die großen Zeitungen am Markt orientieren müssen. Ja? Was die Zeitungen vor zu großer Nähe zu den Unternehmen schützt, ist das wichtigste Fund, was sie haben, nämlich Glaubwürdigkeit. Das diszipliniert. Insofern ist das immer wieder gemalte Schreckensbild von der Einflussnahme der Wirtschaft auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ja, dass die Gebührenfinanzierung des Öffentlich-Rechtlichen begründet, nicht mehr als ein Popanz. Ja. In der Zeitungslandschaft und in der Zeitschriftenlandschaft sieht man ja auch, sozusagen, es ist da keine Zeitschrift wirtschaftsnah, ja, weil dann werden sie nicht gekauft. Ja, über die Fehlentwicklungen, zu denen diese Gebührenfinanzierung führt, ja, haben sowohl Herr Leminski als auch Herr Müller-Fock geredet. Ich habe noch mal einen weiteren Einwand, also dass die ja auch große Wirtschaftsunternehmen sind, ARD und ZDF, und damit eben auch ein Stück. Ja, auf Arte lief was, aber Arte lasse ich jetzt raus. Ja? Ich gucke nur auf ZDF und ARD, nicht ein einziges Theaterstück. Dass sie seit Jahren nicht auf die Idee kommen, die Dramen Shakespeares oder die Stücke von Kleist, Molière, Goethe oder Beckett mit erfolgreichen deutschen Schauspielern zu verfilmen, sagt viel. Dabei wäre Richard der Dritte für Til Schweiger vielleicht eine kongeniale Rolle. Außerdem würde man natürlich so endlich mal junge Leute wieder an diese Theaterstücke ranführen. Ja, das muss man so sehen. Auch Herrn Ulm könnte man sich als Falstaff vorstellen, Nora von Waldstätten als Lady Macbeth. In England waren die Produktionen von Sir Kenneth Branagh gewaltige Publikumserfolge. Nichts davon, nichts erleben wir hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Auch nicht zur Oper, auch nicht zur deutschen Lyrik, nichts zum weltberühmten, also außerhalb von Deutschland, weltberühmten deutschen Lied und abgesehen von Titelthesen, Temperamenten, nichts zur bildenden Kunst. Zur Literatur gibt es eine Sendung kurz vor Mitternacht mit Dennis Scheck, ja, die sich jedoch nur mit Neuerscheinungen befasst. Als wäre das alles, was es zur Literatur zu sagen gäbe. So lässt sich ohne Übertreibung feststellen, wenn es einen wirklich kulturfreien Raum in diesem Lande gibt, dann den von ARD und ZDF. Es ist leider so, ja, dass der 400. Todestag von Cervantes zwar auch in vielen Zeitungen gewürdigt wurde, aber natürlich auch nicht im ZDF und ARD, versteht sie von selbst.
Und natürlich starb auch Imre Kertész ungewürdig vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, abgesehen von 1,5 Minuten Beiträgen in Tagesthemen und Tagesschau, ja. Obwohl sein Roman einer Schicksalslosen mehr über den Holocaust und unsere Zeit sagt, als vielleicht die 14. Wiederholung von Schindlers Liste. Kommen wir zur politischen Bildung. Auch da versagen in meinen Augen ARD und ZDF. Eine extrem informative Sendung wie Hard Talk von der BBC gibt es nicht im deutschen Fernsehen, auch nicht das vergleichbare Format in CNN mit Robert Quest. Zur allgemeinen staatspolitischen Bildung tragen die vielen Polit-Talks nichts bei. Hat man irgendwann schon einmal eine Sendung über die zivischen Grundlagen unseres Gemeinwesens gesehen, wie sich eigentlich über die Antike, über England, über Frankreich, über alle großen Staatsdenker, über Italien und so, unser Gemeinwesen und die Grundlagen unseres Gemeinwesens entwickelt haben, erhebliche Konkurrenz machen. Ja, sie können anders als Zeitungen und Zeitschriften immer neue Journalisten wegkaufen und vor allem eben auch im Online-Bereich, ja, können sie die guten Leute sich sichern, auch mit überhöhten Pensionszusagen und damit den Wettbewerb doch erheblich beeinflussen. Es gibt aber noch einen, sagen wir, einen ideologischen Grund, warum ich der Macht der Öffentlich-Rechtlichen sehr skeptisch gegenüber bin. Hierzu nämlich ein Beispiel aus der McCarthy-Ära. Ja? Als in diesen Zeiten viele Drehbuchautoren, die unter dem Verdacht standen oder es teilweise auch tatsächlich waren, eben Kommunisten zu sein, als diese auf den schwarzen Listen standen, ja, also mit einem Berufsverbot belegt waren, sorgte die Konkurrenz zwischen den großen Studios dafür, dass sie doch beschäftigt wurden. Ja? Denn Kommunist hin, Kommunist her, ja, wenn es um Profite ging, ja, war den Studios letztlich die Qualität der Arbeit der einzelnen Leute doch wichtiger als ihre politische Anschauung. Ja? Das heißt, der ach so furchtbare Markt, der kapitalistische Wettbewerb, schützte die Freiheitsrechte des Einzelnen. Das ist heute beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen völlig ausgeschlossen. Ein Autor wie Akif Pirinci, man mag zu seiner Sprache stehen, wie man will, ich stehe dazu sehr distanziert, ja, würde niemals einen Auftrag bei ARD oder ZDF bekommen und auch nicht bei einer ihrer Subfirmen. Ich übrigens auch nicht. Ja. Erst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seinem übergroßen Einfluss, vor allem auf die Produktionsfirmen auch, sind faktische Berufsverbote für Filmschaffende bundesweit durchsetzbar. Will man das wirklich haben? Ja, zu den Disbalancen, ich hatte also zu denen diese Gebührenmilliarden führen im Vergleich zu privaten Anbietern, hat schon Herr Müller-Fock was gesagt, auch Herr Limski, deshalb überspringe ich das und komme direkt zu der anderen Frage, nämlich zur Staatsferne. Ja, ja, ich mache mal einen neuen Vorschlag für eine Reform. Ja. Brauchen wir wirklich Staatsferne? Ja? Wäre das öffentlich-rechtliche Fernsehen wirklich schlechter, wenn es staatsnah wäre? Ich bin mir da nicht sicher. Ja. Ausprobiert wurde Staatsfunk bisher immer nur in totalitären oder autokratischen Ländern. In einer föderativen Demokratie mit einer starken, unabhängigen Presse meines Wissens noch nie. Ein Versuch wäre es wert. Ich glaube nicht an die Zukunft des Fernsehens, auf jeden Fall nicht in der jetzigen Struktur. Und wenn man immer verweist, wie auch Uwe Müller-Fock das getan hat, auf Arte, Phoenix, Dreisat, sicherlich sehr gute Sender. Wenn ich überhaupt Fernsehen einschalte, dann meistens das, also neben D-Max. Das ist ein bisschen so, als ob man die Regierung am Landwirtschaftsministerium misst oder an einem sonstigen, sozusagen subalternen, bedeutungslosen Ministerium. Das kann es ja wohl nicht sein. Ja, wir geben 7,5 Milliarden pro Jahr aus für die Sender und das heißt hauptsächlich für die beiden großen Sender, nämlich ARD und ZDF. Und da muss ein bisschen mehr herauskommen dabei, als eben, dass man auf Arte, Phoenix oder Dreisat verweist, die insgesamt, glaube ich, so ein Zuschaueraufkommen von 0,5% haben oder so. Das kann es nicht sein. Wir finanzieren nicht den teuersten Rundfunk der Welt für ein Spartenprogramm. Das ist, glaube ich, die gängige Haltung der Deutschen, egal zu welchem Thema es geht. Wir werden es mit Reformen versuchen. Also abschaffen gibt es in Deutschland nicht mehr. Die Liebe der Deutschen gilt immer noch der Reform. Das sehen Sie in jedem Fall. Ja? Also ganz vielen Beispielen, wenn es um die EU geht, ja, um Landesbanken, um kriminelle Finanzinstrumente oder eben auch um ARD und ZDF. Ja? Immer hofft man, dass nur ein paar Weichen gestellt werden müssen.
noch an ein paar Schrauben gedreht werden muss. Ja, und dann ist alles gut. Ja, bei den Derivaten hat man gesagt, naja, wir machen irgendeinen Bankenfonds. Bei der EU sagt man ja, Direktwahl des Kommissionspräsidenten, die hat man dann eingeführt. Und bei den Landesbanken ein paar neue Kontrollgremien und alles ist gut. Ja. Der Deutsche glaubt zwar kaum noch an den Herrgott und auch nicht mehr an die Stabilität des Geldes, aber er glaubt unverdrossen an die Reform. Und immer gilt, ja, hinter der nächsten Reform liegt dann endlich wirklich definitiv das Paradies. Und dann werden wir auch endlich ein vernünftiges öffentlich-rechtliches Fernsehen haben. Ja. Nichts wird da liegen, außer neuem Unheil. Ja? Zumal es ja eben, und das haben wir ja schon gesehen, gar nicht zu Reformen kommt. Ja? Schauen wir nur auf den NDR, der ja unter seinem, wie ich finde, hochüberschätzten verstorbenen Intendanten Udo Reiter von Skandalen geradezu zerrissen wurde. Ja? Bestechlichkeiten, Veruntreuungen im Sportbereich, ja? Kickbacks und so weiter. Und natürlich die unendlichen Skandale um Kika, die dann so geendet sind, dass der Verantwortliche heute in hoher Funktion war. Nehmen wir also an, die Landesrundfunkanstalten würden von Steuermitteln bezahlt und stünden in unmittelbarer Verantwortung der Politik, beispielsweise des jeweiligen Kultusministers. Dann hätte man zumindest einen politisch klar Verantwortlichen. Würde der jedoch Milliarden für Fußball- oder Sportrechte, letztlich also für die Gehälter von Fußballprofis und für Lichtgestalten wie Herrn Blatter, Herrn Platini oder den IOC-Chef Thomas Bach ausgeben, dürften die Wähler bald murren. Ebenso wäre die Förderung, die massive Förderung dopingverseuchter Sportarten, wie von ARD und ZDF jahrelang betrieben, für einen Politiker außerordentlich heikel. Sollte er seinen Wählern wirklich erklären wollen, dass er mit Steuergeldern den Betrug im Sport fördert? Und auch die Gefahr einer allzu offensichtlichen politischen Parteinahme halte ich ehrlich gesagt für gering. Denn auch diesen Missbrauch von Steuergeldern würden die Zeitungen und auch konkurrierende Sender aufgreifen, die Zuschauer an der Urne abstrafen. Wie auch eben die ständigen Wiederholungen, auch das ist schon gefallen, von Tatort oder Polizeiruf oder das Millionengehalt von Herrn Jauch. Wäre das alles so schlecht? Keineswegs. Zudem entspricht die Koppelung an politische Verantwortung auch dem Steuercharakter, den die sogenannte Haushaltsabgabe heute hat. Momentan ist die Haushaltsabgabe klassische Taxation without Representation, nämlich Zwangsbelastung ohne Möglichkeit der politischen Einflussnahme. Auch das ist in einem demokratischen Staat außerordentlich fragwürdig. Vor allem aber, und das ist jetzt meine These, über die wir vielleicht nachher noch reden können, ja, würde eine Staatsquote, das ist zumindest eben meine Annahme, zu einer höheren Qualität des Fernsehens führen. Wären die Kultusminister verantwortlich, müssten sie sich fragen, wie sie mit dem Fund wuchern, wie sich das Programm ihrer Landesanstalt positiv von anderen Sendeangeboten unterscheidet. Sie müssten also über die Kernaufgabe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nachdenken. Die liegt bekanntlich in der Grundversorgung. Was das ist, machte der ehemalige ZDF-Journalist Wolfgang Herles in seinem Buch Die Gefallsüchtigen deutlich. Grundversorgung ist im Wesentlichen Bildung, nämlich politische Bildung, wissenschaftliche Bildung, kulturelle Bildung, sonst nichts. Wie aber ist es um diesen Bildungsauftrag bestellt? Eine Antwort fanden Sie letztes Wochenende, ja, in allen Zeitungen fanden sich große Berichte zum 400. Todestag von William Shakespeare. ZDF und ARD hatten dagegen hierzu nicht eine einzige Sendung, nicht ein Theater.